Till. Ja? Stimmt es eigentlich, dass Fasnachtsklicken gerne ihren Geburtstag feiern? Ja klar, den feiern alle gerne. Und weißt du was, Rolli? Nö, was? Die feiern sogar ganz komische Jubiläen. Was für komische Jubiläen? Ja, normalerweise feiert man ja das 30. und das 40. und das 50. Jubiläum und so weiter. Und was ist daran komisch? Na, dass diese Jubiläen den Fasnächtlern nicht genügen. Die feiern auch an Schnapszahlen. Schnapszahlen? Also ich sehe hier keinen Schnaps. Was soll denn Schnapszahlen nun wieder sein? Na, das sind Zahlen, die gleich sind. Zum Beispiel 33, 44 und eben auch 55. Und warum erzählst du mir das? Na, weil genau zu so einer Schnapszahl der nächste Schrenzer auf die Welt gekommen ist. Und wann soll das gewesen sein? Hallo Rolli, hallo Dudel, ich bin's, der Waschbär. Ich bin im Jahre 2015 auf die Welt gekommen. Pünktlich zum 55-jährigen Jubiläum der Schrenzer habe ich das Licht der Welt erblickt. Na, habt ihr mein Geburtsjahr verstanden? Dann schnell rauf damit auf das Lösungsblatt und auf zur letzten Station. Wenn ihr alle Jahreszahlen richtig eingetragen habt und die Rechnung richtig gelöst ist, erwartet euch am letzten Platz der Schatzkarte eine große Kiste. Hoffentlich bekommt ihr die Kiste auf und findet für die Rolli-Dudel-Schrenzer ihre Instrumente wieder. Bestimmt spielen sie euch dann ein Ständchen. Weil ihr so fleißig gelaufen oder mit dem Rad gefahren seid, gibt es im Namen vom Turnerbund Wielen und den Rolli-Dudel-Schrenzern dann auch den wohlverdienten Finderlohn. Auf geht's! Lasst uns die Instrumente von Korronditis zurückerobern!